Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute, wie man sehen kann, aus dem Auto. Der Leo und ich sind nämlich schon unterwegs. Wir waren gerade schon etwas besorgen, denn es gab in einem Supermarkt Pflanzkübel im Angebot, so schöne mit so einem geflochtenen Äußeren. Und ja, in die habe ich mich irgendwie relativ spontan verliebt. Ja, Schatz, wir fahren gleich los. Und die haben wir jetzt gerade besorgt. Und jetzt wollte ich gerne natürlich da noch ein paar Blümchen reinkaufen. Und ja, da fahren wir dann jetzt hin. Nee, Radio, du bleibst aus. So. Und da dachte ich, ich nehme euch heute einfach mal wieder ein bisschen mit. Ich habe insgesamt 3 Kübel jetzt gekauft. Einer ist für vor die Haustür und 2 habe ich tatsächlich gekauft schon für den absolut unfertigen und unansehnlichen und absolut vollgestellten Balkon, der raus aufs Schlafzimmer geht. Aber ich dachte, vielleicht kann ich da schon so ein paar Blümchen hinstellen, dass es zumindest ein bisschen hübsch aussieht. Und ja, es ist warm im Auto, deswegen fahre ich jetzt mal direkt los, dass wir nicht so anfangen zu schwitzen. Und ja, zeige euch einfach mal, was wir dann für Blümchen dann uns ausgesucht haben. Wir sind jetzt schon da. Leider ist die Auswahl hier genau in dem Ort, wo ich mich ausgesucht habe, nicht ganz so groß. Aber ich habe mich jetzt hier auf jeden Fall schon mal für einen Oleander entschieden. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesucht mit weißen Blüten, weil der mir nämlich am besten gefällt mit den weißen und passt auch dahin, wo ich den gerne hinhaben möchte. Dann brauche ich jetzt noch 2 andere Pflanzen, weil ich habe ja insgesamt 3 Pflanzkübel und Lavendel werde ich noch holen für diese kleine Schale, die ich vor der Haustür auf dieser Steinbank stehen habe. Da hatte ich ja, Frühlingsblumen eingepflanzt und die sind jetzt hinüber, sag ich mal, beziehungsweise einfach verblüht. Und ja, da wollte ich jetzt gerne für den Sommer Lavendel einpflanzen. Mal gucken, ob ich den hier finde. Jetzt packen wir hier auf jeden Fall schon mal den schönen Oleander ein. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, hier ist ein bisschen mehr Auswahl, aber ja, schauen wir mal. Wir sind wieder zu Hause und Leo ist direkt im Auto eingeschlafen. Da habe ich jetzt auch sofort hoch ins Bett gelegt und dann zeige ich euch mal, welche Pflanzkörbe ich eigentlich gekauft habe. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und zwar sind das diese hier. Und da, wo jetzt dieser wunderschöne Eimer noch steht, da soll nämlich jetzt einer von den beiden hin. Und ja, dazu muss ich jetzt dann aber erstmal diesen Bottich da wegräumen. Der, ja, das ist alles noch hier. Sieht auch hier wunderschön aus, ne? Dieser Kies, der hier mal drin war, wo wir den Briefkasten hingemacht haben und diese Steine da. Also das werde ich jetzt gleich alles mal versuchen, ein bisschen wegzuräumen. Und dann kommt hier der eine Pflanzkübel hin mit dem Oleander. Dann habe ich jetzt hier noch 2 Lavendel. Da ist der andere gekauft. Für diesen Korb hier. Der ist, wie gesagt, nicht mehr so schön, aber die Zwiebeln, die werde ich alle dann jetzt hier irgendwo einpflanzen, dass die nächstes Jahr wiederkommen. Und auch dieses, ich weiß nicht, nennt man das, Vorgarten, Vorbeet, wie nennt man sowas vorm Haus? Also es ist eine Katastrophe. Ich habe zwischendrin mal ein bisschen was weggeschnitten, aber ihr seht es. Also immerhin die Rose ist wieder gekommen. Aber also dieses mega grüne Monsterungetüm hier, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Das hat sich jetzt hier irgendwie, hatten wir aber letztes Jahr auch schon. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Das hat sich jetzt hier komplett ausgebreitet. Hier hängen immer noch unsere Ostereier. Ich habe keine Ahnung, was das alles hier ist. Hier blüht noch ein bisschen was, aber ja, da sollte ich definitiv mal rangehen, aber irgendwie fehlt mir tatsächlich die Zeit. Ja, jetzt gucken wir mal, wie lange der Leo schläft. Ich werde jetzt, wie gesagt, diesen Kübel da mal kurz versuchen wegzustellen. Ich habe hier auch schon einen Putzeimer besorgt, weil ich dann mal in dem Zuge auch hier den Briefkasten an der Haustür mal verwischen will. Ja, dann freue ich mich gleich schon, wie das aussieht, wenn hier der Oleander stehen wird. Und jetzt lege ich mal los, bevor er wieder wird. Der Oleander steht schon mal.
alles versucht wegzuräumen. Also die Steine, die da lagen, und habe hier auch so zumindest grob versucht, hier so ein bisschen das ganze Unratzeug wegzuputzen. Und ja, so ist er jetzt. Ich habe ihn noch nicht richtig eingepflanzt, sondern den einfach nur da reingestellt, weil mein Mann in diesen Einsatz hier noch ein Loch bohren muss, dass das Wasser abfließen kann. Und dann werde ich den ja entweder richtig einpflanzen oder ja mit dem Topf noch mal ein bisschen höher gehen, dass der ein bisschen weiter rauskommt. Aber so gefällt es mir jetzt echt schon richtig gut. Und das Grau passt halt echt richtig schön hier zum Briefkasten und zur Tür. Jetzt kümmere ich mich gleich hier noch um den Lavendel. Der blüht noch nicht, aber der riecht schon richtig, richtig toll. Ist auch winterhart, das heißt, den werde ich dann auch irgendwann dahin umsetzen, weil das soll eigentlich alles ganz, ganz anders werden. Da will ich ganz viel Lavendel haben, ganz viele Gräser und nicht, ja, nicht so, wie es jetzt ist. Und deswegen habe ich da direkt eine winterharte Sorte geholt. Und ja, der riecht wirklich schon richtig, richtig schön nach Lavendel. Also ich mag es richtig gerne. Die anderen Töpfe hier, die beiden, die sind jetzt noch leer. Da habe ich auch ehrlich gesagt keine Pflanze für gefunden. Ich wollte jetzt auch nichts einfach so kaufen für den Balkon oben. Ja, ich muss sagen, die Auswahl hat mich etwas enttäuscht in dem Baumarkt, in dem ich war. Da werde ich das nächste Mal doch wieder. Ich hoffe, denn die Windgeräusche sind nicht ganz so schlimm. Da werde ich nächstes Mal wieder in einen anderen fahren, weil ja, der hat mich jetzt dann doch schon sehr enttäuscht. Und wie gesagt, einfach irgendwas kaufen, dass ich was habe, wollte ich jetzt auch nicht. Das heißt, die bleiben erstmal leer. Die werde ich bei Gelegenheit befüllen, wenn ich irgendwas Schönes finde. Jetzt kümmere ich mich noch um den Lavendel und dann wird hier erstmal ordentlich geputzt. Fertig. Die habe ich jetzt geputzt, zumindest soweit, wie ich dran gekommen bin. Ich habe jetzt keine Leiter für da oben geholt, das muss ich dann nochmal eh machen. Ich gehe da eh sowieso davon aus, dass in kürzester Zeit alles wieder voller Blütenstaub sein wird. Aber so gefällt es mir jetzt schon mal richtig gut. Die Tür glänzt wieder, schaut mal, ich kann mich hier richtig drin spiegeln. Der Briefkasten ist wieder, wie er sein soll. Und ja, hier steht jetzt der wunderbar duftende Lavendel. Also ich sag euch, der riecht wirklich jetzt schon so richtig toll. Ich hatte vorher noch so ein Windrädchen in der Hand, was auch so in einem lila Ton war. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich es nicht gekauft habe, weil es sah ja bestimmt hier auch ganz niedlich aus. Aber ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es aussieht, wenn der dann anfängt zu blühen. Und ja, hier steht jetzt der Oleander. Ich habe gerade beides nochmal ein bisschen gegossen und ich finde, es sieht jetzt schon sehr, sehr schön aus. Ich muss hier immer noch
streichen. Auch hier, das fehlt alles noch, das habe ich immer noch nicht gemacht. Und auch hier oben die Innenseite vom Dach, die will ich ja auch mal noch streichen. Es fehlt hier noch die Silikon- oder Acrylfuge, keine Ahnung. Hier fehlen noch unsere Außenbeleuchtung. Aber ich finde, ja, so kann sich es jetzt schon mal sehen lassen. Der Frühling hat sich verabschiedet. Der Sommer ist da, zumindest hier vor meiner Tür. Leo schläft immer noch. Und ja, ich schaue mal, was ich jetzt noch so erledigt bekomme, weil der kleine Spatz schläft. Froh, dass er jetzt noch mal gut in den Schlaf gefunden hat. Ich habe nämlich gedacht, ja, wenn er jetzt im Auto schon eingeschlafen ist, schläft er vielleicht nicht mehr ganz so lang, aber zumindest hiermit bin ich jetzt fertig geworden. Das ist immer schon mal gut. Ja, jetzt gehe ich mal rein. Mach mir, glaube ich, erstmal was zu essen. Gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft, weiter zu vloggen, aber ich bin immer noch so begeistert, wie jetzt da die Fläche vor der Haustür aussieht. Das sind so kleine Sachen. Einfach ein paar frische Blumen, ein neuer Blumenkübel, einfach mal alles wieder putzen. Und schon sieht es gleich wieder ganz anders aus. Und ich bin jetzt richtig motiviert, demnächst auch hier zu Ende zu streichen. Und ich glaube, ich habe meinen Mann, dem gefällt es übrigens auch, mit den Blumen vor der Hauseingangstür. Beim Mann jetzt da, glaube ich, so ein bisschen angesteckt, da draußen auch schön zu machen. Denn er will vielleicht heute Nachmittag schon die, oder was heißt schon, endlich mal die Strahler neben die Hauseingangstür setzen, diese Spots, dass die auch mal angebracht sind. Schauen wir mal, vielleicht zeige ich die euch nachher auch noch kurz. Gucken wir mal. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier mit Leo in seinem Zimmer. Ne? Denn so langsam ist Leos Mittagsschlafzeit. Er macht ja einen Ballon. Hui! Er macht ja immer schon relativ früh Mittagsschlaf, so gegen 11. Und ja, es klappt dann eigentlich ganz gut. Meistens schläft er so ungefähr 2 Stunden. Wobei er eigentlich fast immer nach 1:15 aufwacht. Und ja, dann mache ich ihm nochmal die Spieluhr an und dann schläft er meistens nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann schafft er es eigentlich ganz gut von ungefähr so 13 Uhr an, dass er dann bis abends durchhält. Ne, Schatz? Nee? Genau. Und wir gehen meistens schon so, wenn ich merke, hallo, gehen wir meistens, oh, Schnuller für mich? Mhm, cool, danke. Danke. Nimmst du lieber wieder? Dann gehen wir meistens schon hoch und spielen hier noch ein bisschen. Oder wenn er mich lässt, ich nehme immer schon da einen Wäschekorb mit hoch. Dann lege ich auch oft hier, während er dann alleine kurz spielt, daneben. Nehme ich dann mir Wäsche mit und, Entschuldigung, Schatz. Und lege dann auch ein bisschen Wäsche zusammen. Aber dass wir dann auf jeden Fall schon mal hier oben sind und wir so ein bisschen zur Ruhe schon kommen vor dem Mittagsschlaf. Und dann setzen wir uns hier gemütlich in den Stuhl, gucken nochmal, ob noch eine frische Windel nötig ist. Und dann stillen wir uns ganz gemütlich und entspannt in den Mittagsschlaf. Das klappt zurzeit ziemlich, ziemlich gut. Hatten wir ja wirklich ganz lange nicht. Ich hoffe, das stört euch nicht. Irgendjemand mäht seinen Rasen, aber ich muss es nutzen, dass es gerade so ein bisschen frische Luft ist und ein bisschen abgekühlt ist, um hier oben frische Luft reinzukriegen. Und dass die Temperatur so ein bisschen abkühlt, weil hier oben im Dachgeschoss wird es doch sehr, sehr schnell warm. Deswegen muss ich das Fenster jetzt offen lassen. Ich hoffe, das stört euch mit den Hintergrundgeräuschen nicht. Ja, wie gesagt, das hatten wir ganz lange nicht, dass dieses Einschlafstillen klappt. Über ganz viele Monate hinweg und jetzt seit ein paar Wochen, sowohl mittags als auch abends, machen wir ganz gemütlich hier oben im Stuhl Einschlafstillen. Und das sind tatsächlich auch die einzigen beiden Zeitpunkte am Tag, an denen ich ihn noch stille. Und es ist so schön und gemütlich. Wir genießen das, glaube ich, beide sehr. Und jetzt gucke ich mal. Mausi, spielst du noch ein bisschen? Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch zumindest ein paar T-Shirts oder Hosen zusammengelegt bekomme. Solange das Mäuschen hier noch ein bisschen am Spielen ist. Das ist nämlich wirklich Wäsche mit 2 Kindern. Ihr kennt es bestimmt. Eine never-ending Story. Und ich habe jetzt auch die ganzen T-Shirts mal für den Leo gewaschen. Da hat er tatsächlich, also er trägt mittlerweile, manchmal fällt Reden wirklich schwer, er trägt immer noch, nicht mittlerweile, sondern er trägt immer noch Größe 74. Deswegen hat er auch gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dieses
Kürbis-Outfit an mit passender Hose. Das hatte ich ihm ja tatsächlich eigentlich mal gekauft für letzten Herbst, aber da hat er es auch schon angehabt, aber da war es schon noch sehr zu groß. Und jetzt passt es perfekt. Also er ist mit seinen 15 Monaten tatsächlich immer noch bei Größe 74. Und bei Nino hatte ich damals in seinem ersten Sommer, da war er ja ein Jahr alt, eben alles in 80 gekauft, diese ganzen T-Shirts. Sehr, sehr wenige Sachen, auch ein bisschen kleiner, aber ja, jetzt habe ich die alle mal rausgeholt. Da versinkt er schon noch ein bisschen drin in Größe 80, aber das ist ja bei kurze Hose und T-Shirt gar nicht so schlimm. Das Einzige, was eben da so ein bisschen problematisch ist, sind die Bünd, also der Bund von der, die Bünde, mein Gott, ihr müsst mich wirklich entschuldigen, der Bund von den Hosen. Genau, und jetzt habe ich hier diese ganzen süßen kleinen T-Shirts, die, ja, die Nino damals in seinem ersten Sommer anhatte, rausgekramt und nochmal, ja, schön durchgewaschen. Und jetzt packe ich die dann auch gleich mal in die Wickelkommode, dann sind wir für den Sommer gewappnet. Genau, und natürlich so die ganze andere reguläre Wäsche, die eben einfach mit Baby und, ja, offiziell ist es ja eigentlich ein Kleinkind, aber ich nehme ihn immer noch als mein Baby, die mit Baby und einem Kindergartenkind, der eigentlich nahezu jeden Tag, ja, dreckig nach Hause kommt von der Kita und frische Sachen am nächsten Tag braucht, da wird die Wäsche natürlich nicht wenig. Ja, aber ist ja okay. Dafür sind es ja Kinder. Die sollen ruhig Spaß haben und sich einbauen und dreckig sein. Dafür hat man eine Waschmaschine und einen Trockner. Genau. So. Wir spielen jetzt hier noch ein bisschen. Ich mache Wäsche. Vielleicht zeige ich euch nachher noch die Leuchten an unserem Hauseingangsbereich, wenn mein Mann es geschafft hat, sie zu installieren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und freue mich auf euch. Bis dann, ihr Lieben. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch kurz, mich irritieren lassen. Der Nachbar macht gerade irgendwas mit seinem Garten. Mein Mann hat die Lampe heute noch angebracht. Ich zeige es euch kurz. Schaut mal. Da und da. Sie funktionieren noch nicht, weil da muss noch der Bewegungsmelder hin. Aber sie hängen immerhin schon mal. Und ja, jetzt finde ich, gibt es ein richtig schönes Gesamtbild. Ja, hier sieht man ganz eindeutig, die kleinen Kreidehändchen waren aktiv. Wir haben nämlich vorher hier auch noch schön, ja, mit Kreide gemalt. Das heißt, ich darf jetzt dann morgen wahrscheinlich noch mal den Putzlappen schwingen, weil jetzt, ja, sind wir dabei, die Kinder dann auch ins Bett zu bringen. Von daher, aber das wollte ich euch jetzt noch schnell zeigen, hatte ich ja versprochen, wenn mein Mann das macht, dass ich es euch am Ende dieses Videos noch zeige.